Leute, wir haben die Teaser bekommen zur neuen Season. Fortnite hat das Ganze gezeigt. Ich kann euch heute das offizielle Bild zeigen von der neuen Dschungelstadt, wie die Season heißt, welche Items zurückkommen und noch viel, viel mehr. Heute wurde richtig viel geleakt. Wir gehen direkt rein. Let's go. Leute, ich habe mir richtig viele Fortnite V-Bucks-Karten geholt. Diese werde ich auch verlosen, wenn ihr meinen Creator-Code Sevil im Itemshop verwendet. Ganz wichtig, Creator Code Sevil im Item Shop. Und ich suche mir heute wieder 5 Leute aus, die hier ein paar Fortnite V-Bucks-Karten bekommen. Ihr seht hier, das ist alles kein Fake oder so. Ihr wisst ja, ich bin kein Fake oder so. Sind alle unbenutzt. Creator Code Sevil, ganz, ganz wichtig, Leute. Ihr könnt euch so mit dem Battle Pass holen. Skins und noch viel, viel mehr. Plus noch die normale Battle Pass-Verlosung läuft. Also in dieser Season bin ich echt spendabel. Aber das hat meine Community verdient. Wir gehen rein. Am Ende vom Video seht ihr weitere 5 Gewinner, die ich ausgelost habe. Was ist also die letzten Tage passiert in Fortnite? Also wir fangen erstmal an. Die neue Season ist zu 96% fertig. Hier seht ihr nochmal ganz kurz den Balken, Leute, wie es ausschaut. Und wie hat Fortnite angefangen, die ersten Teaser zu posten? Das erste Bild, was wir bekommen haben, ist erstmal auf Twitter, dass sie ihren Banner geändert haben. Die haben einfach das alte Banner genommen, was wir jetzt schon haben oder das, was sie schon drin hatten und haben einfach mit Photoshop so ein paar Dschungel-Sachen reingehauen, sowohl als auch beim Profilbild, Leute. Übrigens ist T-Fuse Locker Bundle heute Nacht im Itemshop, also wenn ihr T-Fuse feiert, so sieht das Locker Bundle aus oder das Spinnpaket könnt ihr euch gerne holen. Hier seht ihr nochmal die Bilder ein bisschen genauer eingeblendet, also wir sehen auf jeden Fall ganz viel Dschungel. Dann hat Fortnite dieses Bild hier in den Dateien reingehauen und zwar ist das ein Hashflag. Und da ist ein F und außenrum haben wir hier so einen Kompass, Leute. Und das ist auch ein weiterer Teaser, den wir zu der neuen Season bekommen haben. Dieses F und dann auch noch hier der Kompass drumherum. Außerdem hat Donald Mustard, der CEO von Fortnite, sein Twitter-Banner geändert. Und zwar sehen wir hier eine Sonne, die runtergeht. Der macht immer wieder Teaser zu der neuen Season. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, warum er das Ganze jetzt so geändert hat mit dem Sonnenuntergang. Vielleicht wird irgendwas untergehen mit der Fortnite-Insel. Da bin ich sehr gespannt. Übrigens ein kleiner Fun-Fact. Die Bounce-Pads wurden vor 5 Jahren hinzugefügt. Und die Fortnite-Viben-Season ist jetzt 1 Jahr her. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. War eine richtig coole Season. So könnten die neuen Autos aussehen tatsächlich in der nächsten Season. Mit den Waffen obendrauf. Vielleicht kriegen wir noch die Surfboards und Jetskis. Das ist der erste Blick zu denen. Neue Waffen, die neue Shotgun kriegen wir auf jeden Fall und was cool wäre, wenn wir so eine Art Speer kriegen, aber was wir wissen ist, dass wir einen Boomerang kriegen. Eine Wasserspritzpistole wäre doch mal übel krass, Leute. Wie heftig wäre das? Oder sowas zum reinpusten und dann kommt da so ein Pfeil raus. Ist natürlich weit hergeholt, aber ziemlich lustig. Verbrauchsgegenstände. Vielleicht Dinosaurier-Eier oder hier doch diese Nüsse zum Essen. Und was wir natürlich wissen, wir kriegen die Raptoren. Und vielleicht kriegen wir dann neue Wildschweine oder andere Tiere. Auf den Raptoren können wir ja reiten. Und was wieder zurückkommt aus dem Tresor, ist die Level-Action-Rifle und die Level-Action-Shotgun. Das nur mal so ein paar kleine Dinge zu der neuen Season, die reinkommen. Wie gesagt, das war ein Konzept. Das mit der Wasserspritzpistole war nur ein Konzept und mit den Jetski. Die anderen Sachen, außer jetzt noch der Speer und das mit dem Rauspusten, sind eigentlich bestätigt. So, dann haben wir natürlich den neuen Namen von der neuen Fortnite-Season. Das Ganze wurde jetzt auch geleakt und die Fortnite-Season heißt Wild. Also einfach nur Wild. Auf Englisch heißt das Ganze Wilds und so heißt die neue Season. Kapitel 4, Season 3. Wild auf jeden Fall. Hier kann ich euch nochmal kurz den neuen Boomerang zeigen, wo die Dame hier auf dem Raptor drauf ist. Das ist auch eine neue Waffe, die wir kriegen. Plus auch noch diese Pistole da in der Hand, was der Typ hat. Und jetzt blende ich euch mal kurz den neuen Teaser ein, den Fortnite offiziell gepostet hat. Hier ist er für euch. Ihr habt es ganz kurz gesehen, es sieht halt eine POI im Hintergrund und die sehen wir uns jetzt mal genauer an, Leute, okay? Die haben das Ganze natürlich auf Deutsch gepostet, Englisch, Französisch, Polnisch, Brasilianisch und. Und wir gucken jetzt, mit welcher Schrift wir das Ganze am besten sehen können. Hier können wir aber sehen, bei einem kleinen Ausschnitt, dass wir die Zelte zurückbekommen werden. Das werden höchstwahrscheinlich neue Zelte sein, die so ähnlich funktionieren wie die alten. Ich denke, dass wir in die Zelte wieder Waffen reintun können, uns heilen können. Wir kommen gleich nochmal zu der ganzen POI, weil ich habe ein komplettes Bild davon. Ich möchte euch mal kurz was zeigen, denn Donald Mustard hat ja sein Bild geändert mit dieser Sonne, dass etwas untergeht. Und Ferrets, der VFX-Art-Designer, der immer wieder Fortnite-Videos macht für uns, hat das hier gemacht. Ich blende es euch kurz ein. Hier sieht man, wie die Wurzeln die Fortnite-Insel übernehmen und die ganze Insel zerstören.
Einmal bitte Film ab. Richtig krass von Ferrells. Ihr habt's gesehen, Leute. Vielleicht passiert das Ganze auch irgendwie so. Und dann kommt irgendwie Optimus Prime oder so auf die Insel. Sehr, sehr wild gemacht. Aber jetzt kommen wir nochmal kurz zu der offiziellen News hier von Fortnite. Also, hier sehen wir ein komplett gutes Bild von der neuen POI, wie der Dschungel aussehen könnte. Wisst ihr, was komisch ist bei dem ganzen Dings? Wir sehen hier, wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen, diese Stadt oder diese Ruinen sehen irgendwie so komisch aus, so Maya-Tempel-like oder so ritterlich auch irgendwie. Ja, auf jeden Fall, wir haben hier einen Dschungelbau mit viel Gras, mit viel Dingen. Wir haben hier einen kleinen See in der Mitte. Und oben rechts, beziehungsweise rechts in der Mitte, sehen wir einen Baum mit orangefarbenen Blättern. Das wird wahrscheinlich auch noch ein anderes Biom sein. Vielleicht das Wüstenbiom. Das Lustige dabei ist, Leute, dass diese Zelte tatsächlich, die wir in Fortnite drin hatten oder noch in den Dateien sind, auch genau das gleiche Logo haben wie diese Flagge in dem Teaser. Bei der Flagge sehen wir hier nämlich auch dieses Kompass-Logo. Und wenn wir mal an der richtigen Stelle vielleicht anhalten bei einem Video, sehen wir diese Flaggen. Denn hier seht ihr jetzt einen kurzen Screenshot, Leute, vom Anfang der POI. Anfangs haben wir hier ganz viele neue Blumen, dann sehen wir hier das Zelt. Solche Scheinwerfer sind noch da rechts. Neue Pflanzen. Auf dem Boden liegt eine Kiste neben dem Zelt. Vielleicht sind das neue Kisten. Und hier seht ihr diese Flagge neben dem Zelt links ungefähr mit dem gleichen Muster, dass die Zelte in Fortnite gerade haben. Sehr, sehr interessant. Diese Logos werden auf der Insel erscheinen und markieren hier diesen Ort. Was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Und dann sehen wir natürlich hier diese Ruine mit dem neuen Ort. Und im Hintergrund sehen wir dann dieses Orangene. Ansonsten habe ich jetzt nichts gesehen hier bei dem Bild, was jetzt interessant ist. Mehr können wir jetzt nicht daraus entnehmen. Falls ihr irgendwas gesehen habt oder so, schreibt es gerne mal rein. Und wir haben übrigens einen neuen krassen Leak, Freunde. Denn der neue Secret Skin, der in der nächsten Season reinkommen soll, ist eine Version von einem Skin, den wir schon im Spiel haben tatsächlich. Das Ganze wurde jetzt auch bestätigt. Es ist also keine Kollaboration leider. Das ist anscheinend sehr, sehr sicher, dass es nur eine neue Variante von einem Skin sein wird. Und welche Skins dafür in Frage kommen, sind nämlich diese Skins. Wir haben hier einmal den Herald. Da haben wir in der Umfrage hier diesen Skin drin, der wieder Herald aussieht. Dann Dr. Sloan könnte der geheime Skin sein, der Secret Skin. Vielleicht tatsächlich The Rock oder The Foundation von den Sieben und vielleicht der Feuerkönig. Das sind die Skins, wo wir dafür in Frage kommen. Das Ganze ist jetzt auch bestätigt. Leider ein Skin, den wir schon haben, nur in einer anderen Variante. Wichtig, tut auf jeden Fall eure ganzen Goldbarren ausgeben, Leute. Am 9. Juni ist die Season. Fortnite hat jetzt auch bei dem News-Tab das Bild Wildnis reingetan. Und hier seht ihr nochmal das Bild dazu. Das hat Fortnite jetzt alles gepostet. Ich freue mich mega auf die Season. Ich hoffe, das wird geisteskrank, Freunde. Und jetzt kommen wir zu den weiteren 5 Gewinnern, die ich jetzt auch direkt adden werde, damit die pünktlich natürlich ihren Skin kriegen. Einer von den 5 Gewinnern ist einmal Dark OG Hamse. Glückwunsch dann noch an Octofin. Kings war 1, darf sich dann auch auf einen Battle Pass oder anderweitiges freuen. Neymar 10 Goal. Du hast gerade auch ein Volltreffer-Tor geschossen, mein Freund. Du hast natürlich auch gewonnen. Spider King, du darfst dich auch freuen, da du gewonnen hast. Und Moroli 26, du bist auch der nächste Auserwählte. In dem morgigen Video geht's weiter. Viel Glück an jeden Creator Code Seville. Bitte nicht im Itemshop vergessen.